Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Friederici, Ihr Landesverband in Brandenburg tritt im Übrigen ein für ein Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr, habe ich jetzt nicht zugehört. Und der letzte DDR-Ministerpräsident gehörte, glaube ich, auch der CDU an, aber nun ja. Über 26.000 Berlinerinnen und Berliner unterschrieben den folgenden Text: Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr, Verhandlungen mit Brandenburg jetzt. Das Abgeordnetenhaus möge den Senat bzw. die Vertreter des Landes Berlin in der FBB auffordern, unverzüglich Verhandlungen mit den Mitgesellschaftern in der FBB zur Einführung eines Nachtflugverbots von 22 bis 6 Uhr in Tegel, Schönefeld und am künftigen BER aufzunehmen. Zitat Ende. Diese Unterschriften wurden im November dem Präsidenten übergeben. Am 14. Januar diesen Jahres wurde die Volksinitiative mit der Drucksache 17-1390 ein Vorgang des Hauses. Die Volksinitiative wurde in den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr überwiesen und dort fand am 12. März die Anhörung statt. Eine beeindruckende Veranstaltung, finde ich. Die Argumente für eine erneute Beratung waren und sind gewichtig. Wir haben alle Herrn Ebert gehört von der Friedrichshagener Bürgerinitiative und für die, die nicht da waren, zitiere ich ihn gern. Die Volksinitiative hat zum Inhalt, dass wir es wirklich erreichen, Gespräche zwischen Berlin und Brandenburg aufzunehmen, dass Sie das bitte auch im Fokus behalten, Zitat Ende, nachlesbar im Wortprotokoll. Wir haben Herrn Müller gehört, also Herrn Müller von der Bürgerinitiative, der uns vorgerechnet hat, dass das Planziel für den Flughafen ohne Nachtflüge auskäme. 360.000 Flugbewegungen sind im Planziel gefordert. In der Maximalkapazität könnten 90 Flugbewegungen pro Stunde in 16 Stunden an 365 Tagen mithin über 520.000 Flugbewegungen erreicht werden. 16 Stunden am Tag, also 8 Stunden Ruhe. Er hat ausgeführt, dass die Umlaufzeiten der Fluggesellschaften kein Grund für Nachtflüge sind und er hat explizit darauf hingewiesen, dass im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass der Vorbehalt im Planfeststellungsbeschluss jederzeit genutzt werden kann, Zitat, für Maßnahmen des aktiven Schallschutzes bis hin zu einem Teilwiderruf der Regelung über den Flugbetrieb, Zitat Ende. Es geht also. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die im Ausschuss angestellt wurden, deren Zahlen ja auch im Ausschuss stark differierten zwischen einem dreistelligen und einem zweistelligen Millionenbetrag, erinnern eher an die unselige Baugeschichte des BER und angesichts der permanent steigenden Kosten des Projekts, dieses Argument nach vorne zu stellen, ist absurd. Herr Professor Baerbohm und Herr Dr. Thole haben gezeigt, dass Fluglärm krank macht. Und das wurde nicht einfach behauptet, sondern ist durch Studien belegt. Daten aus Köln, wo die Landesregierung sich um ein Nachtflugverbot bemühte, aus Frankfurt und aus Heathrow. Beängstigende Daten, fand ich. Daten, die wir nicht ignorieren dürfen. Im Gesundheitsausschuss, in dem die Volksinitiative dann auch noch überwiesen wurde, konnte die Staatssekretärin noch nicht einmal auf das neueste Gutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen von Ende März reagieren. Titel des Gutachtens ist übrigens Fluglärm reduzieren, Reformbedarf bei der Planung von Flughäfen und Flugrouten. Entschuldigung, im Gutachten ist zu lesen, Zitat, Fluglärm stellt eine bedeutsame Quelle der insgesamt hohen Belastung durch Umgebungslärm dar. Dauerhafte Lärmbelastung, insbesondere nachts, kann zu ernsten Gesundheitsstörungen führen. Wie gesagt, die Gesundheitsverwaltung hat das noch nicht abschließend bewertet, aber die Koalition will heute beschließen, und ich sage es mal mit meinen Worten, wir mussten euch zuhören, ändert nichts. Sie wollen das beschließen, was das Verwaltungsgericht sowieso beschlossen hat, und das wollen Sie einfach nochmal machen. Und das, finde ich, geht nicht. Wer das größte Infrastrukturprojekt Ostdeutschlands zum Erfolg führen möchte, muss auf die Menschen, die dort wohnen, zugehen und muss gesellschaftliche Akzeptanz in der Bevölkerung und unter den Gesellschaftern sichern, denn sonst wird das Traumschloss endgültig platzen. Deshalb bitte ich Sie und vor allem die Kolleginnen und Kollegen aus den Bezirken, die unter Fluglärm leiden und leiden werden, Pankow, Reinickendorf, Spandau und natürlich meine Kolleginnen und Kollegen aus Treptow-Köpenick. Stimmen Sie dem Antrag von Grünen, Linken und Piraten zu. Wir brauchen Verhandlungen mit Brandenburg und zwar besser heute als morgen. Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger müssen in politisches Handeln fließen und nicht in wohlfeile Worte. Vielen Dank.